Abnahme, Umstand, Elche, Kopf an den Dicke. Heute ist Tag 2 hier in Gadakpur in Westbengal in Indien. Gestern war crazy, wie ihr jetzt gerade schon im Vorspann gesehen habt. Annika und ich waren auf einmal vor 3000 Leuten und mussten eine Rede halten. Und wie es dazu gekommen ist, wollen wir euch jetzt ein bisschen erklären. Wie fing es gestern an? Frühstück sollte um 8.30 Uhr sein, das hat sich aber alles ein bisschen gezogen bis 11 Uhr. Das dauert ja nicht. Und dann wurde uns auch gesagt, okay, wir fahren jetzt gleich zu einem Dorffest, wo es wohl ein riesiges Dorffest gibt, was von lokalen Autoritäten organisiert wurde. Und diese Organisation hier hat dort halt einen Stand. Und da sollten wir dann, ja, unsere Idee war, dass wir dann einfach dabei sind und ein bisschen lernen. Wir wussten eigentlich nicht, was wir machen sollten. Ja, genau. Und unsere Idee war, dass wir dabei sind und ein bisschen lernen, was die indischen Ärzte hier so machen. Dann sind wir da erstmal über die indischen Straßen hingeheizt, sind 1000 Tote gestorben, weil an Hügeln und Kurven überholt wird ohne Ende. Und ich hab dreimal gedacht, wir sterben wirklich. Das war crazy. Anderthalb Stunden gefahren und dann sind wir dort angekommen. Dann haben die uns einen Stuhl hingestellt, ein Stethoskop in die Hand gedrückt, eine Blutdruckmanschette in die Hand gedrückt, einen Verschreibungsblock vorgelegt und dann haben wir uns Patienten hingestellt. Und ja, dann waren wir. Mach mal. Dann waren wir die Docs für. Wie viele Patienten hatten wir an dem Tag? Ich weiß nicht. Circa 40. 30. Also, man muss dazu sagen, der Fokus, dieses Fest geht, glaube ich, 5 Tage. Und gestern war dieser Healthcare-Tag. Und der Fokus lag im Grunde darauf, dass Bedürftige da hinkommen konnten und sich untersuchen lassen konnten. Eigentlich eher in Bezug auf Augen, weil die generell so viele Augenerkrankungen haben. Genau, die Patienten bezahlen 100 Rupien, um sich untersuchen zu lassen. Das sind ca. 1,40 Euro, 1,50 Euro. Und können dann halt eine Augenuntersuchung bekommen, weil es viele Augenentzündungen hier gibt, aber auch so Thema Katarakt, also so Trübung der Linse, wo es einfach OP-Methoden für gibt. Und dann aber auch können die eine generelle ärztliche Untersuchung bekommen. Und dann waren natürlich die europäischen Ärzte dort, dann wollte sich natürlich jeder von den europäischen Ärzten untersuchen lassen. Die haben halt über 100 Rupien bezahlt und dann standen sie in der Schlange. Ich glaube, wir hatten so ca. 30, 40 Patienten. Und unsere primäre Aufgabe dabei ist halt im Endeffekt eine Triagierung. Das bedeutet, rauszufinden, wer von denen braucht wirkliche weitere ärztliche Versorgung, welcher von denen ist schwer krank, welcher von denen ist mittelschwer krank und welche sind einfach gesund oder haben gewisse Lebensstileinschränkungen, die jetzt nicht unbedingt eine ärztliche Versorgung brauchen. Und das war so unsere Herausforderung da gestern. Annika hat dann halt den Blutdruck gemessen, hat mir die Patienten direkt weitergegeben, mir die Blutdruckzahlen gegeben. Ich habe dann weitere Untersuchungen machen können, habe mir das Herz anhören können, die Lunge abhören können, andere weitere klinische Untersuchungen auf irgendwelche Krankheitszeichen und hatte zum Glück dann einen Übersetzer dabei, der mir viele Sachen übersetzen konnte. Und ja, eine der größten Herausforderungen ist, dass viele Leute mit Beschwerden dahin kommen, die sich nicht innerhalb von einer Minute oder irgendein Medikament lösen lassen können, sondern vor allem Sodbrennen und Bauchschmerzen, ja, Migräne und Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, das ist das, was viele Leute hier plagt, Müdigkeit, generelle körperliche Schmerzen durchs Arbeiten oder durch viele Rückenschmerzen, Knieschmerzen und das sind natürlich Sachen, wo wir Behandlungsoptionen für haben, aber ohne dass wir die Sprache sprechen und innerhalb von 2 Minuten, weil die erwarten ja, dass der Europäer jetzt eine ganz schnelle Pille dafür hat, ist das natürlich nicht machbar. Deswegen ist jetzt unser nächster Plan, dass wir so einfache Guidelines entwerfen, einfache auf bengalesischer Sprache, auf Bengali. Einfache Guidelines, welche Lebensstiloptionen hat man, wenn man Rückenschmerzen hat, wenn man Bauchschmerzen, wenn man Sodbrennen hat, Leberschmerzen. Was kann man für Lebensstilmodifikationen unternehmen? Welche natürlichen Substanzen helfen auch, weil viele von den Indern hier sind auch gar nicht so die Fans von allopathischer Medizin, also von der westlichen Medizin und Medikamenten, sondern die sind auch immer sehr froh, wenn man ihnen natürliche Medikationen verschreibt. Also gestern hatten wir zum Beispiel einige Patienten, denen habe ich halt Kurkuma und Ingwertee verschrieben für ihre Bauchschmerzen oder auch für ihre Rückenschmerzen. Und da sind die recht dankbar für. Die Herausforderung ist aber allerdings dann für uns, dass wir in manchen Situationen auch wirklich erkennen, wenn jemand schwerkrank ist. Mit der kleinen Junge. Da war zum Beispiel ein kleiner Junge, 6 Jahre alt, und der hat ein Körpergewicht gehabt von einem 3,5-Jährigen.
vielleicht Vierjährigen, also stark untergewichtig, hervorstehende Augen, was Zeichen für eine Schilddrüsenüberfunktion sein kann, aber bei Kindern auch für eine schwerere Erkrankung, zum Beispiel Leukämie, stehen kann. Und hervorstehender Brustkorb. Hervorstehender Brustkorb, was auch in der Kombination für eine seltene genetische Erkrankung sprechen kann. Und da geht es dann halt darum, da Anschlussmaßnahmen zu finden. Und da ist unsere größte Herausforderung gewesen, wir wissen halt noch nicht, was die Anschlussmaßnahmen hier sind. Wir wissen noch nicht, wo wir die hinschicken können. Und da haben wir dann erstmal eine weitere Diagnostik verschrieben und mit dem Übersetzer dafür gesorgt, dass halt Kalkutta eine bessere ärztliche Versorgung dann bekommt, wo die auch mal eine Blutdiagnostik machen können oder auch Röntgenbilder. Dann hatten wir einige Patienten, die ja, also die Kombination aus Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß, das ist immer eine schlechte Kombination. Und da mussten wir natürlich auch dafür sorgen, dass die dann eine gute Anschlussversorgung bekommen. Ja, ich denke, wir haben unser Bestes gegeben da gestern. Wir versuchen halt jetzt, wie gesagt, über so einfache Handouts, die Leute, die jetzt nicht schwer krank sind, schnell rauszufiltern, dass wir sagen können, hey, ihr nehmt die Handouts, folgt diesem Ding. Und wenn es euch in ein paar Wochen immer noch nicht besser geht, kommt ihr nochmal in die Klinik rein. Dass wir uns mehr Zeit nehmen können für die Patienten, die wahrscheinlich wirklich sehr krank sind. Ich muss nur sagen, was ich schwierig fand, war, also gut, ich bin natürlich jetzt auch diese High-Class-Intensivmedizin aus Deutschland gewöhnt. Das ist natürlich jetzt für mich mal was ganz anderes. Aber was ich schwierig finde, ist, runterzuschrauben, was ist jetzt wichtig und welche, also die haben wahrscheinlich 50 Diagnosen, aber welche zwei von den 50 sind jetzt wirklich wichtig und welche muss ich jetzt primär behandeln und wie behandle ich sie, damit die Leute das auch umsetzen können? Weil es ist nicht so wie in Deutschland, du schreibst Diagnose XY auf und schickst sie zum nächsten Arzt weiter, sondern du schreibst was auf, aber weißt gar nicht, kann er das umsetzen, bekommt er die Tabletten, nimmt er sie wirklich? Also da zu differenzieren und runterzubrechen, was ist jetzt akut wichtig und mit welchen wenigen Maßnahmen kann ich ihm jetzt akut helfen? Das ja, während man in Deutschland auf jeden Fall vielleicht bei einem Patienten mit einem Blutdruck von 140, 100 oder 140, 90 auf jeden Fall weitere Maßnahmen ergriffen hätte, war das oft eine Situation, wo wir Leute mit einem 140er Blutdruck nicht weiter behandelt haben. Auch höher, 160, 180. Ja, 160, 180er, da haben wir schon gesagt, die sollten mal in die Klinik kommen für ein EKG und weitere Untersuchungen, aber so 140er. Aber das ist ja die Frage, ob sie das machen. Ja. Und was passiert nach dem EKG? Also, das finde ich halt super schwer hier. Da, so, ja. Da muss man echt ein Gefühl für bekommen. Was wir heute gemacht haben, ist, wir sind mal heute in eine Apotheke gegangen, haben uns freien Zugang zur Apotheke verschafft. Die Apotheke ist im Endeffekt, ich zeige euch das mal gerade, wir gehen mal gerade rüber. Wir können hier nämlich von hier aus sehen. Die Apotheke ist im Endeffekt ein kleiner Tante-Emma-Laden, wo kleine dreckige Plastikboxen rumstehen und lose Medikamenten drin rumliegen. Ihr könnt die von hier aus sehen, wenn ich das mal hier rüber schwenke. Da unten diese kleine Box, wo ihr die Kreuze dran seht, das ist die Apotheke. Und da sind wir eben mal durchmarschiert, haben uns eine Liste gemacht und Fotos gemacht von dem, was gibt es hier überhaupt an Medikationen, wie heißen die auf Indisch oder auf Bengali. Und haben das jetzt für uns auch übersetzt, dass wir jetzt besser in der Lage sind, weitere Hinweise zu geben. Also, das war Tag 2. Ach genau, und dann wurden wir halt kurzfristig auf die Bühne gerufen. Und auf einmal standen wir da mit einem berühmten Tollywood. Ich hab gelernt, das heißt Tollywood. Genau, Kalkutta Film Business heißt Tollywood. Mit einem berühmten Tollywood-Schauspieler standen wir dort auf der Bühne auf einmal und mussten eine Rede halten. Und das habt ihr im Abspann gesehen. Und wir schalten jetzt Annikas Rede, schalten wir jetzt auch noch rein. Das war ganz spontan. Ich dachte, wenn Gerrit seine Rede hält auf Bengali. Bengali. Dann bin ich fein raus aus der Sache und dann, nee, so ist es hier nicht. Dann musste ich mit dem Moderator mit vorne auf die Bühne. Da noch mal drei Sätze auf Englisch sagen. Aber hat sie gut gemacht, schaut es euch an und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Hello everybody. So it's my first time in India and I'm very happy to be here. I'm so thankful. It's a very nice country. I love your food. But it's very cold. So thank you. Happy of moment, we are very happy. Excellent. Yeah. I thought, basically, we thought that the patient was a house. Bhopal hospital, a lot of professional treatment.